Hallo, mein Name ist Herwig Silber. Ich möchte Arthur Herzberg vorstellen, einen der profiliertesten und erfolgreichsten Headhunter. Mit seinen subtilen Testmethoden findet er für jeden Job garantiert die richtige Person. Betriebe zahlen Spitzenhonorare für seine Dienste. Aber Herzberg bekommt Probleme. Erst scheitert die Ehe, dann geht seine eigene Firma pleite. Und da sich keine Bank findet für einen Neustart, muss er sich um eine Angestelltenstelle bemühen. In einer Zeitungsanzeige wirbt die Personalagentur Wallander mit sofortiger Festanstellung, sofern der Kandidat einen speziellen Eignungstest besteht. Herzberg macht sich sofort auf den Weg. Er will seine Chance nutzen, denn er weiß, was er kann. 3 zu viel für diesen Job. Hören Sie, was Herzberg bei Wallander erwartet. Gute Unterhaltung. Guten Abend, Herr Wallander. Herzberg ging aufs Ganze. Ich bin ein freier Unternehmensberater. Persönlichkeitstests sind meine Spezialität. Und da ich rein zufällig heute in der Stadt bin, er strahlte mit dem gewinnsten Lächeln, das ihm zu Gebot stand, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen vorzustellen. Kennen wir uns? Dieser interessante Artikel in der Fachzeitschrift und dazu Ihr Bild. Ich habe Sie sofort wiedererkannt. Wallander fühlte sich geschmeichelt. Er schwieg. Nur die Hemdknöpfe spannten noch ein wenig stärker als zuvor über seiner Brust. Also gut, wenn Sie schon mal da sind, dann zeigen Sie mal, was Sie auf dem Kasten haben. Aber seien Sie gewarnt. Wallanders Miene überzog ein Hauch von Strenge. Die Prüfung ist nicht leicht. Deshalb seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie den Test vergeigen, Herr Herzberg. Weshalb sollte ich enttäuscht sein, Herr Wallander? Im Gegenteil, ich bin stets beeindruckt von ausgeklügelten Testmethoden, von solchen, die den Kandidaten fordern, anstatt ihn zu langweilen. Ach ja, tatsächlich? Sowas hört man selten. Die Bewerber vor Ihnen schienen mir überhaupt nicht begeistert zu sein. Er rieb die Fingerspitzen leicht aneinander. Egal. Ehe wir uns hier im Vorzimmer weiter verplaudern, können wir auch gleich zur Tat schreiten. Das heißt, wenn Sie das möchten. Ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was in Ihnen steckt. Der Alte schob den Kandidaten in ein mit schweren englischen Möbeln ausgestattetes Büro. Ein schäbiger Beistelltisch voller Akten und ein altersschwacher Drehstuhl im hinteren Eck wirkten inmitten des noblen Interieurs ziemlich deplatziert. Kommen wir zum Rollenspiel. Wallander ließ sich in den gewaltigen Ledersessel hinter dem klotzigen Schreibtisch fallen, schob die Beine auf die Schreibunterlage und faltete die Hände vor der Brust. Sie heißen Waldemar Mops, sind ab sofort mein Assistent und für alles verantwortlich. Eingestellt hat sie meine Frau. Gegen meinen Willen. Aber was soll ich machen? Sie ist die Inhaberin und ich nur der leitende Angestellte. Im Raum war es unerträglich heiß, obwohl die Fenster weit offen standen und kühle Abendluft hereinwehte. Noch irgendwelche Fragen? Herzberg blickte sich im Zimmer um. Wo ist mein Arbeitsplatz? Da hinten, im Eck. Wallander deutete mit herablassender Geste auf den schäbigen Beistelltisch, wo bereits unablässig das Telefon schnarrte. Was ist los, Mops? Sind Sie taub? Telefon! Herzberg sauste in den Winkel und hielt bereits den Hörer in der Hand. Wie heißt die Firma? Wallander? Nix Wallander, Mops. Fidel heißen wir in diesem Spiel. Also, ran an den Speck, Sie hören auch Kundschaft. Winzige Lachfältchen in Wallanders Gesicht verrieten sein diebisches Vergnügen an dem Eignungstest. Herzberg meldete sich artig. Agentur Fidel, guten Abend, was kann ich für Sie tun? Am Ende der Leitung schnaufte ein Rhinozoros. Was Sie für mich tun können, Sie Armleuchter? Mir endlich den Bericht schicken, auf dem Sie sich seit einem Monat Ihren pickligen Arsch breitsitzen. Mit wem zum Teufel spreche ich eigentlich? Mops, ich bin der neue Assistent von Herrn Fidel. Mops, Fidel? Wollen Sie mich verarschen? Aber die gute Laune wird Ihnen noch vergehen. Geben Sie mir Ihren Chef, Mops, oder wie immer Sie heißen. Herzberg deutete stumm auf den Hörer. Wallander wehrte heftig ab, schloss in Windeseile sämtliche Fenster und eilte aus dem Büro. Herzberg widmete sich erneut dem Teilnehmer. Ich werde mich sofort um alles kümmern. Wenn Sie mir bitte das Thema des Berichts, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer nennen würden. Sie wollen mich abwimmeln, verstehe. So haben wir nicht gewettet. Sie sagen mir jetzt auf der Stelle, was mit dem Bericht los ist, klar? Herr Mops, meldete sich eine Stimme aus der Gegensprechanlage.
Der Chef muss dringend zum nächsten Termin. Er braucht die Akte Schweikart. Ist die schon abschließend bearbeitet? Moment, Moment, ich habe hier einen Kunden. Der Chef braucht den Vorgang jetzt. Sofort, ich schau gleich nach. Ich schau gleich nach. Was ist denn das nur für eine Trantüte? Haben Sie überhaupt kapiert, wovon ich rede, Meister? Es ist doch nicht zu fassen. Ich begreife Ihre Ungeduld, aber es dauert nur einen klitzekleinen Moment. Herzberg begann, den Hörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt, fieberhaft seinen Dannwalanders Schreibtisch abzusuchen. In einem mit Schriftstücken vollgestopften Pultordner wurde er fündig. Herzberg schnappte sich die Akte Schweikart, stürzte mit dem Telefon am langen Kabel aus dem Raum und drückte sie dem nervös auf- und ablaufenden Wallander in die Hand. »Seien Sie versichert, mein Herr, wir alle tun unser Möglichstes, aber ich muss zumindest einen Anhaltspunkt haben, wonach ich suchen soll.« Aus dem Hörer gurgelten Laute, die wie Qualm klangen. »Sie sprechen vom Ergebnis der Raucherkampagne?« »Ich habe Qualm gesagt. Qualm! Los, Mops, such!« Ein mühsam unterdrücktes, vielstimmiges Kichern waberte aus dem Hörer. Offensichtlich erfreute sich die gesamte Agentur an Wallanders Foltermethoden. Qualm, das konnte ein Tarnname, eine Abkürzung oder sonst was sein, aber was? Die Luft im Büro schien zu kochen. Herzberg rüttelte an einem der Fenstergriffe, aber Wallander hatte die Sicherungsschlüssel abgezogen. »Was ist los, Mops? Hat sie Ihnen da drüben die Stimme verschlagen?« »Moment, ich...« Das Getöse einer Höllenmaschine ließ Herzberg zusammenfahren. Er warf den Kopf herum, sah, wie ein museales Staubsauger-Ungetüm hingebungsvoll über den dunkelbraunen Teppichboden geschoben wurde. Herzberg zog das Stromkabel aus der Steckdose. Der Lärm fiel in sich zusammen und die kompakte türkische Putzfrau näherte sich kampfbereit. »Schlage vor, Sie machen jetzt mal eine Pause«, versuchte er, die Putzfrau von weiterem Lärm abzuhalten. »Mops, sind Sie eigentlich noch da?« »Selbstverständlich, bin sofort bei Ihnen. Muss nur ein kleines Problem lösen.« Herzberg fingerte einen 5-Euro-Schein aus der Tasche. »Trinken Sie in Ruhe einen Tee, bis ich Sie rufe. Schwieriger Kunde.« »Wenn Sie jetzt auflegen, Mops, dann bekommt ihr eine Konventionalstrafe übergebraten, von der sich euer Laden nie mehr holt.« In derselben Sekunde stampfte Wallander durch die Tür, schmiss die Akte Schweikart auf den schwankenden Beistelltisch und baute sich gebieterisch vor Herzberg auf. »Der Termin ist geplatzt. Alles Ihre Schuld, Mops, alles Ihre Schuld. Ich sage Ihnen, wenn dieser wichtige Kunde abspringt, sind Sie schneller gefeuert, als meine Frau Sie eingestellt hat.« »Na, Herr Mops, schon wieder Scheiße gebaut? Fidel ist sauer, stimmt's?« »Und ich auch, Mops!« »Beruhigen Sie sich bitte.« Herzbergs Hemd klebte wie Leim am Körper. Diese Hitze, woher kam nur diese unerträgliche Hitze? Sein umherschweifender Blick hatte das Deckblatt einer Unterlage auf Wallanders Schreibtisch erfasst. Und damit war klar, was das Rhinoceros unter der Abkürzung Qualm verstand. »Der Bericht zum Qualitätsmanagement liegt vor. Es fehlt nur noch die Freigabe des Chefs. Sie bekommen umgehend Bescheid, sobald...« »Hallo?« Das Rhinoceros hatte wortlos eingehängt. »Sie schwindeln, Mops. Sie kennen gar keinen Bericht. Sie haben einfach ins Blaue geschossen, um Zeit zu gewinnen.« Wallanders Augen blitzten tückisch. »Aber nein, Sie irren sich.« »So? Dann zeigen Sie mir doch mal den Bericht.« In ihrer aufgeschlagenen Unterschriftenmappe liegt er. Wallander stutzte. Dann entspannten sich seine Gesichtszüge. »Respekt. Sie haben trotz Hitze, Lärm und Stress die Ochsentour bestanden.« Wallander riss alle Fenster auf und schloss die Ventile der kochenden Heizkörper. »Wann können Sie anfangen?« Herzbergs Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Wenn wir heute den Vertrag machen, sage ich bei der Konkurrenz ab und stehe Ihnen ab sofort zur Verfügung.« Wallander war einverstanden. Dieses Talent wollte er unbedingt für sich gewinnen.